Sollte ich mich hier noch ein bisschen besser positionieren, nutze natürlich nach wie vor weiter die Erhöhung. Also wie ich das richtig sehe, sehe ich schon, wie er halt angreifen möchte. Das gefällt mir weniger. Mal gucken, ob wir die Einheiten vorher noch hingestellt bekommen. Wäre natürlich unser Vorteil. Schön alle in Reihe und Glied. Er hat natürlich starke Einheiten dabei. Die Tempelwächter sind sehr massiv und auch wiederum gefährlich. Müssen wir mal gucken. Oh, da laufen die Truppen jetzt unten entlang. Da kriegen wir erstmal einen Feuerball um die Ohren geschmissen. Oh, das sollte kein Problem sein. So, kommt schon. Go, 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 go. Ja, die Reiter wollen natürlich uns direkt angreifen. Da werden wir natürlich unsere Phönixgarde nehmen und gegen die Gehörnten vorgehen. Da hat er keine Chance. Und er hat natürlich auch böse Blitzzauber. Aber so sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, ein bisschen Konzentration ist immer vonnöten. Aber im Großen und Ganzen schaffen wir das doch ganz gut. Keine Chance. Oh, die Dunkelelfen. Aber schön. Die Dunkelelfen rücken näher, mein Herr. Der prahlerische Hexenkönig darf die Macht des Malstroms nicht an sich reißen. Stellt eure Verteidigungen auf. Malekith sind natürlich genauso unangenehm als starker Anti-Mage wie Master Mundi, der halt kein Anti-Mage ist, aber halt sehr starke Zauber benutzen kann. Die Stärke der Dunkelelfen beruht ja auf die Rüstungsdurchdringung, die er ja besitzt. Wie stellt ihr euch denn auf? Thank you.
Da können wir ruhig wieder ein bisschen beschleunigen. Da fliehen schon die ersten Einheiten. Das ist natürlich auch schön. Ah, gegen so einen Pfeilhagel. Ah, die Hochelfen spielen sich halt ziemlich solide und ziemlich einfach. Das macht halt einfach Spaß. Oh, jetzt kommt aber erstmal das große Paket. Der Malekith ist auf dem Weg. Und das wird natürlich diesmal nicht mehr so einfach wie jetzt gerade eben. Malekith hat natürlich selbst seinen schwarzen Drachen, der relativ mächtig ist. Eine besondere, schöne Kreatur. Da müssen wir mal gucken, was er noch hat. Die Ritter der Nacht als Kampfechsen, sogar doppelt. Aber, ja. Die Henker sind ein größeres Problem. Sehr magieanfällig, auch gegen Beschuss anfällig. Nee, euch kann ich nicht mehr heilen, ne? Das geht nicht. Aber lassen wir uns überraschen, das wird schon. Wenn er erstmal nah dran ist. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Da können wir sogar jetzt noch ein bisschen beschleunigen. Ihr seht ja, er kommt wieder mit der Kavallerie von den Flanken. Der Drache kommt jetzt mit rein. Ich weiß nicht, ob wir es sogar hinkriegen. Müssen wir gleich mal gucken. Das war Drache gegen Drache schicken. Wäre natürlich interessant. Wo hast du noch ein paar Henker? Da. So. Das Drachenbattle hier. Da würde aber wahrscheinlich unser Drache verlieren. Ja. Yeah. Aber jetzt bekommt er endlich den Beschuss ab. Das ist das, was wir brauchen. Oh, sonst komm mal zurück. Ich will dich nicht verlieren. Mein süßer Drache. Das epische Luftbattle hier. Ja, dann jag ihn halt. Dann mach ihn fertig. Die Sterndrachen sind auch in der Lore, meine ich, stärker als die schwarzen Drachen. Och, wir haben eine Hydra in unseren Reihen. Ja, dann. Der Drache einmal zurück. Der andere Drache kann auch zurück. Der Malekith ist nämlich zerschlagen. Heieieiei. Stirb uns nicht weg, Drachilein. Ja, und jetzt kommen natürlich noch einmal die Skaven. Die wollen ja zum gehörnten Drachen. Das heißt, nochmal ein Reih und Glied aufgestellt. Ein Drachen werden wir jetzt ein bisschen weiter hinten lassen. Ich möchte halt echt nicht, dass er halt stirbt. Wäre zu traurig. Und die Kavallerie, die wir jetzt gar nicht gebraucht haben, die werden wir dann, denke ich mal, jetzt von hinten reinschicken. Das ist eine super Schock-Kavallerie. Wen können wir von euch noch heilen? Ich weiß es gar nicht. Euch? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Aber schön mal die starken Einheiten wegzaubern. Ja, das sollten wir aber gut hinkriegen. Er hat natürlich noch ein paar versteckte Einheiten an der Stelle. Aber ich denke mal, auch mit denen werden wir gleich fertig.
unser armer Drache. Kann ich dich nicht irgendwie auf den Boden zwingen? Nee, ne? Nee. Na, immerhin. Ein bisschen konnte man heilen. Boah, das war ein schöner Treffer. Hat natürlich auch eine Höllengrubenbrut dabei. Da können wir es nämlich so machen, dass wir jetzt einen Drachen mal nehmen. Das wird nämlich dann ein ziemlich episches Battle an der Stelle. Können sie aber natürlich auch ein bisschen kompakter alle aufstellen. Sollten wir auch machen. Oh, und da waren ja noch ein paar Truppen. Ich fasse es ja nicht. Eieieiei. Okay. Aber nichtsdestotrotz sollten wir das schon hinkriegen. So, du bist ja verwundet. Du kannst ja noch einen Drachenatem dahin machen. So, du kommst jetzt nach vorne. Du kämpfst jetzt gleich gegen die Höllengrubenbrut. Oh, und dann würde ich sagen, geht's halt wieder rein. Wenn wir es denn hinkriegen. Oh, Jemini. Okay. Da ist die erste schon mal gefallen. Oh, die müssen wir natürlich ausschalten, wenn es geht. Der Drache kann gerne nochmal in die Luft. Oh, noch ein paar versteckte Einheiten. Da werden wir natürlich mal eben kurz unterstützen. Sehr gut. Tja, jetzt steht die Kavallerie hier und kann halt nichts machen. Der Feind wurde vertrieben, mein Herr. Der Mahlstrom gehört euch. Sieg! Jawolle! Die Endschlacht ist schon anstrengend, definitiv. Ein heldenhafter Sieg. Ja, jetzt bekommen wir natürlich nochmal ordentlich Gold, ist ja klar. Wir kriegen natürlich auch die Erfahrung für alle. Ich meine, jetzt sind alle Einheiten hier Rang 9 und Co. dann gleich. Das ist halt Wahnsinn. Ja, wir machen die Armee einfach voll. From the island shores. Ulthuan's defenders are brothers in arms again. And a hero, a lore master, one who has proven worthy of the Star Crown to bear its power, walk into the vortex, and become the Maelstrom. Ours is a world of fleeting glory, but it is glory nonetheless. Tch,
Tja, Leute, wir haben es geschafft. Der Sieg. Sehr schön. Weiter zur Aufzeichnung, ist ja klar. Wir könnten natürlich die Hauptkampagne jetzt weiterspielen. Jetzt sehen wir halt, wie schon bei den Echsenmenschen, einfach den Verlauf, wie wir uns entwickelt haben. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt sogar mit mehr gerechnet, aber es war ja eigentlich klar, ne, dass die Hochelfen halt nun mal einfach nur die Beschützer sind des Malstroms, dass sie da jetzt nichts ändern werden. Was ich sehr cool fand, war halt die Szene, dass Tyrion und Teclis nebeneinander standen. Das war halt ziemlich, ziemlich nice. Und ja, wir haben es gemeistert. Wir haben es gemeistert. Wir werden gleich noch am Ende sehen, wie viele Runden wir jetzt gebraucht haben. Ich glaube, es waren 168 Runden. Aber toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Da sind wir richtig groß geworden, ne? Ich würde sagen, ihr genießt jetzt einfach mal am Ende jetzt noch ein bisschen die Aufzeichnung. Ne? Einfach nochmal Revue passieren lassen. Und dann werde ich mich dann gegen Ende dann nochmal melden. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ist auch eine schöne Kampagne gewesen. Also ich meine, wir hätten sie jetzt länger spielen können. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. Ich meine, Morassi und Malekith dürfen halt nur überleben, sind aber natürlich dann zu guter Letzt fast so gut wie zerstört gewesen. Eine Provinz hatten sie noch. Und das ist doch ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool. Ja, jetzt müssen wir uns natürlich nur überlegen, unabhängig von der Kampagne, die positiven Eigenschaften der Hochelfen sind natürlich die Einheitenpalette. Wir sind universal aufstellbar, so ähnlich wie das Imperium, und natürlich der Fernkampf liegt uns, und zwar so dermaßen. Ja, schon bei der Geburt mit in die Wiege gelegt, Bogenschützen einfach OP. Ja, overpowered, mit einer Reichweite von 180, mit dem richtigen Kommandanten bis zu 190 wahrscheinlich, ist es einfach so mächtig, die Kämpfe schon, bevor sie eigentlich in den Nahkampf kommen, also im Nahkampf beginnt dann zu guter Letzt im Kampf, dass wir da die Schlacht schon entschieden haben, weil uns keiner das Wasser reichen konnte. Natürlich später mit der Adlerklaue. Die Artillerie ist zu Beginn einer Kampagne immer nett. Ich habe danach einfach es sein gelassen, die universale Artillerie zu benutzen, weil natürlich dann letztendlich andere Einheiten, der Einheitenplatz wichtiger gewesen ist. Vielleicht noch für den Drachen, die ja sehr massiv geworden sind, die Sterndrachen, das Nonplusultra. Und
Ich bin recht zufrieden. Wie wir sehen da, die eine Konföderation, die nächste Konföderation, wir haben die Geißel dann da oben ausgelöscht. Da hatten wir das ein oder andere Problem noch. Wo die Insel dann uns gehörte, sind wir hochgegangen über die Skellinger, das werden wir jetzt gleich noch sehen. Also sind die Hochelfen meiner Meinung nach auch her die anfängerfreundlichste Fraktion, die man eigentlich so im Großen und Ganzen spielen kann. Die Echsen zählen natürlich auch noch dazu. Die Echsen sind natürlich im Nahkampf doch, würde ich behaupten, überlegen gegenüber den Hochelfen. Aber nichtsdestotrotz, durch die Aufstellung der Armee hat man da sehr, sehr viel Vielfalt, ne? Als nur jetzt Tempelwächter in einer Armee zu haben, gefolgt von ein paar prähistorischen Dinosauriern in der Hinsicht. Die Helden haben mir sehr gut gefallen. Also von Elder bis Lehrmeister und Magier. Wir hatten eine große Palette an Zaubern zur Verfügung. Wir hatten jetzt gegen Ende im Endkampf natürlich jetzt nur einen kleinen billigen Magier dabei, weil unser Magier ja leider gestorben ist. Den Level Rang 40er Magier habe ich halt unten in der Schildkröteninsel gelassen, der halt von Teclis auf Level 40 gelevelt worden ist. Aber im Großen und Ganzen toi toi toi. Gefällt mir. Wie gesagt, Kavallerie, Bogenschützen, natürlich die Seegarde. Ich bin ein totaler Freund jetzt davon geworden. Ich hätte nie gedacht, dass sie doch so stark sind, weil sie einfach, ja, halt universal sind. Das ist das passende Wort. Ja, sie haben halt nicht so eine hohe Reichweite wie die Bogenschützen selbst, natürlich nicht. Sie haben auch nicht so viel Munition dabei. Aber durch die Schilde, durch die Rüstung, durch den Nahkampf mit den Speeren, den Ansturm verteidigen gegen große Einheiten und Co., sind die Einheiten super, super klasse. Es sind die besten Standardeinheiten, die ich bis dato kenne. Und ich glaube, da wird auch so schnell erstmal nichts dazukommen. Ja, natürlich kann man dann, wenn man halt die Seegarde mit Schilden rekrutiert hat, dann die restlichen Einheiten dann je nach Spielstil dazusetzen. Ich mochte die Drachenprinzen mehr als die Streitwagen, obwohl die Streitwagen eigentlich im Großen und Ganzen nicht hinterherhängen. Das war jetzt eine Frage des Geschmacks. Die Streitwagen sind ja sehr stark. Und ansonsten mit den Adlern, später gewechselt auf die Phönixe, von den Phönixen auf Sonnen-, Mond- und Sterndrachen, hat man sich halt stetig verbessert. Man hat natürlich weiterhin gelevelt. Tyrion ist ein sehr, sehr mächtiger Anführer, gar keine Frage. Wir haben ihn dennoch halt nicht komplett auf Nahkampf getrimmt, also nicht mit dem Blut des Anerion oder mit dem Fluch des Anerion, was es da gewesen ist. Damit wäre er der absolute Killer geworden. Denke ich mal, ist Tyrion dennoch immer noch nach wie vor einer der stärksten legendären Kommandanten, die man so auf das Schlachtfeld führen kann. Aufgrund der Items, der Werte und Co. Wahnsinn. Was mir auch sehr gut gefallen hat, weil ich natürlich auch viele andere Strategiespiele gespielt habe, ist der Handel. Die Hochelfen setzen ja ganz große Stücke auf den Handel. Die handeln sehr gerne und wir hatten es ja lange Zeit so, gerade zu Beginn der Kampagne, dass die Hochelfen im Großen und Ganzen denselben Handels... oh, da sehen wir gerade die Konföderation und das Einnehmen. Dass wir genauso viel Geld gemacht haben wie mit den Steuern, selbst aus den Provinzen, durch den Handel, wo wir noch genug Fraktionen hatten. Das war halt auch sehr, sehr cool. Natürlich im Laufe der Zeit und der Kampagne, je weniger Völker wir haben, mit denen wir handeln konnten, desto geringer ist es natürlich dann ausgefallen, das Gold, was wir dann bekommen haben, ründlich durch den Handel. Aber ja, sehr dominierend, sehr stark und sehr dominierend. Mit Teclis wäre es wahrscheinlich ungefähr dasselbe gewesen. Teclis fängt ja südwestlich an, das finde ich ja auch noch ganz interessant. Er startet ja im Dschungel. Er hatte halt natürlich das Problem, dass er halt mit dem Krieg gegen Kalida, direkt mit dem Seuchenclan und hat sich dann verbündet, mit dem am Anfang Krieg hat, mit den Wächtern von Xeti. War es eine unschöne Konstellation, sodass der Seuchenclan mit Kalida in aller Ruhe wachsen konnte. Also das wäre jetzt die nächste Bedrohung gewesen. Khemri hat sehr lange gebraucht, also Setra der Große oder auch im Spiel genannte Unvergängliche hat lange gebraucht, um seine Dominanz auszuspielen, wenn es um den südöstlichen Kontinent geht, aber im Großen und Ganzen toi toi toi.
Der einzige Nachteil, den ich sehe an den Hochelfen, ist, dass manche Einheiten, gerade unter anderem auch die Drachen, dass A, die Anzahl der Einheiten ein bisschen kleiner ist gegenüber anderen Fraktionen. Ja, also ich meine jetzt nicht unbedingt mit jetzt Skaven zu vergleichen, die dann halt, ich sag mal, eine 80er bis 120er Truppe haben pro Regiment. Sind wir doch, denke ich mal, auch gegenüber den Echsenmenschen und den Dunkelelfen müsste es gleich sein, ein bisschen kompakter aufgestellt. Wir haben nicht so viele Einheiten in einem Regiment, dafür aber halt sehr kompakt und doch sehr stabil anhand der Werte. Und wiederum, nicht unbedingt als Nachteil, aber da muss man natürlich vorsichtig sein, der Nachteil ist, dass dir manche Einheiten im Unterhalt enorm teuer sind. Also wahnsinnig enorm teuer. Das ist alles, was ich bemängeln könnte an den Hochelfen. Ein Sterndrache, der ohne besondere Special-Gebäude, ohne die Technologie, die wir erforscht haben, dann mal eben 700 Gold kostet, wenn nicht sogar 800 Gold für einen Sterndrache im Unterhalt, das macht die Einheit eigentlich im Großen und Ganzen zu teuer. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Drachen ist da nicht gegeben. Der Drache ist stark, natürlich. Er hat sehr viele Siege für uns auch gewonnen. Gerade die Sternendrachen. Wir waren ja sehr gut gestellt. Ne? Ich meine, wir haben oben den Norden natürlich klein gekloppt. Gehen jetzt gerade rüber zu den Dunkelelfen rüber. Doch muss man dazu sagen, hätten wir uns von den Drachen verabschiedet, hätten wir andere Einheiten natürlich reinsetzen können in die Armeen, die letztendlich vielleicht sogar besser synergiert hätten, ne, in der Synergie der Armee, noch, sag ich mal, ein paar, was weiß ich, noch ein paar Schwertkämpfer, ne, die Schwertmeister von Hoeth, wären da eigentlich ganz gelegen gekommen oder noch mehr Defensive, mehr Infanterie, noch kompakter aufgestellt, mehr Bogenschützen, dieses, jenes, das kann man ja sehen, wie man will und man hätte natürlich dann auch weniger Unterhalt gezahlt und man hätte viel schneller die Provinz ausbauen können. Ja, ründlich betrachtet. Wir gehen gleich noch in die Statistiken. Wir haben, glaube ich, Unmengen an Gold gemacht, viel mehr als bei den Echsenmenschen. Das liegt aber auch, denke ich mal, einfach daran, dass wir so riesengroß geworden sind. Ja, ich meine, wir sind in der Runde 112 und wir haben jetzt schon 30 Provinzen in unserem Besitz. Das ist schon eine wahnsinnige Anzahl, ja. 88 Regionen haben wir verwaltet und das geht natürlich jetzt noch weiter. Ja, Nagarund haben wir uns noch nicht gekrallt. Da sind wir ja noch auf dem Weg hin. Also deswegen, da muss man halt natürlich wissen, ob man halt einen Drachen haben möchte in der Armee oder nicht. Ich habe mich doch dafür entschieden, einfach weil ich es A zeigen wollte und B bin ich ein großer Drachenfreund. Also die Drachen sind halt schon coole Fantasy-Wesen. Und ja, unabhängig vom Unterhalt haben sie ihren Job getan. Ja, sie haben einfach ihren Job getan. Und letztendlich waren sie auch gar nicht mehr so teuer gegen Ende mit den legendären Gebäuden, mit Sascha, mit dem Amboss, den wir hier unten links in der Ecke haben. Ich kenne gerade den kompletten Namen leider nicht, ist mir entfallen von der Provinz. War schon ziemlich gut. Ne? Dann natürlich mit der Technologie, da war dann die Einheit doch lukrativ. Da haben wir nicht mehr so viel gezahlt. Ich glaube, an die 500 Gold sind es gewesen, je nachdem, welchen Kommandanten natürlich man auch dabei hat und welche Banner. Ja, man konnte ja natürlich jegliche Einheit natürlich auch verstärken. Ein paar Banner waren dabei, die fand ich jetzt nicht so toll. Boah, die braucht man nicht unbedingt. Was ich schade finde, ist, zwei wichtige Banner, die wir dabei gehabt haben, ist ja immun gegen Verschleiß für die komplette Armee. Das war das stärkste Banner, was ich jetzt kennengelernt habe von den Hochelfen. Das hat uns ermöglicht, uns frei zu bewegen mit den Armeen, gerade hier oben im Norden. Das war richtig göttlich. Also es war ganz, ganz stark. Schade, dass wir davon nicht noch mehr gefunden haben. Ansonsten öffentliche Ordnung hochhalten, dieses, jenes in den Provinzen, ist halt alles bla bla blub. Ansonsten natürlich auch ein paar schöne Gegenstände geholt. Wir haben ja alle Missionen gespielt, nicht mit Teclis, den haben wir ja nur konföderiert. Ich hatte ja gedacht, er wird ein bisschen stärker, hat dann aber natürlich dann, ja, leider verloren im Südwesten. Haben wir natürlich mit Tyrion alle besonderen Aufgaben erledigt. Ich finde dort die Kampagne, die man spielt, oder in dem Sinne die Schlachten, die man spielt für die Gegenstände, fand ich